Prosit, Neujahr, Servus und herzlich willkommen zu den Map News. In den letzten zwei Tagen des Jahres 2020 sind noch ein paar Karten erschienen. Natürlich bedanke ich mich bei jedem meiner Abonnenten für sein Vertrauen. Recht herzlich natürlich. Natürlich werde ich auch im neuen Jahr versuchen, meine Videos zu verbessern. Die Download-Links genauso wie die Timecodes sind wie üblich in der Beschreibung. Abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke, um immer die neuesten News von Mappen zu bekommen. Die Lös Hügelland in der Version 1.0. Die Karte hat 970 Hektar Ackerland, 120 Hektar Wiesen und 6 Höfe, die man bewirtschaften kann. Die Karte unterstützt Seasons, das Manure-System, Mais Plus, Mais Plus CCM und Forage Extensions und natürlich Precision Farming. Auf der Lös Hügelland gibt es auch Multifood, nämlich Roggen, Dinkel, Hirse, Luzerne, Klee, Ackergras, Pferdegras, Weidegras, Karotten, Zwiebeln, Elefantengras und Tritikale. Folgende Modes werden für ein problemloses Spiel benötigt, nämlich der Global Company Mode, das Placebo Sawmill Pack von Castor und das Manure-System. In der Download-Datei ist auch eine PDF-Datei, wo die meisten Sachen auf der Karte erklärt werden. Natürlich muss man die Download-Datei entpacken, damit man diese Karte spielen kann. Alle Felder auf dieser Karte sind ungleichförmig angeordnet, was ich finde wirklich super ausschaut. Natürlich gilt das gleiche für die Wiesen. Im Großen und Ganzen ist diese Karte eine Multiplayer-Map. Sie hat ein paar kleine Hügel drinnen, aber sonst ist sie eben. Die Karte an der Ostsee Version 1 ist von Spezi 2 und Omoding. Die Karte wurde aus dem LS17 in den LS19 konvertiert. Diese Karte bietet 26 Felder, 11 Wiesen, einen Kuhhof, einen Schweinehof, eine Schafweide und 2 Lohnunternehmen. Zusätzlich ist diese Karte Seasons Ready und besitzt mehr Bodenwinkel als die Standardkarte. Sonst benötigt man keine Mods zwingend für diese Karte. Die Felder sind genauso wie bei der vorhergehenden Karte ungleichförmig angeordnet, was ich wirklich auch gut finde. Dadurch, dass die Felder etwas größer sind als die in der vorhergehenden, würde ich sagen, mittlere bis große Traktoren werden für diese Karte benötigt. Und natürlich ist sie auf jeden Fall schön zum Spielen mit Freunden. Die Small Town TP von Operator ist jetzt in der Version 2.0 raus. Folgendes wurde verändert, der Shop wurde gefixt und es wurden 4 neue Arbeiten hinzugefügt. Die Verkaufsstelle für Hafer ist immer noch nicht eingetragen. Es werden sicher noch weitere Updates folgen. Natürlich bringe ich euch sie hier auf der Karte, sobald sie online sind. Die Tschechoslowak von Tomáš enthält eine zusätzliche Frucht, nämlich Luzern. Gülle ist auch zum Kaufen, genauso wie im Flughafen Düngemittel. Kostenloses Wasser bekommt man beim Teich, damit spart man sich sicher sehr viel Geld. Fix verbaut auf der Karte sind Kühe, Schafe und Pferde. Zum Spielen werden 3 zusätzliche Mods benötigt, die natürlich in der RAR-Datei dabei sind, nämlich DDR-Kuhstall, Open Horse Pasture, Sheep HT von Vanquish. Ganz einfach entpacken und in den Modsorten einfügen. Die Lok zeigt ein Warning in Bezug auf das Ackerland an, aber es ist kein Error und sollte keine Probleme machen. Der Mapper hat auch vor, Seasons hinzuzufügen und auch Missionen. Also hier dürfen wir uns auch über weitere Versionen freuen. Die Duna TSZ V5 besitzt mittlere Felder und alle Tiere. Auf der Karte ist auch ein Dorf in der Mitte der Karte und genau dort
kann man auch seine Ernte verkaufen. Dadurch man die ganze Karte besitzt, gibt es natürlich auch keine Verträge, aber man hat schon Staatsverträge, die für den Staat ausreichend sind. Das war's mit den Map News für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich bedanke mich auch bei allen Abonnenten noch einmal. Und wir sehen uns in 2 Tagen wieder, wie gehabt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr immer die neuesten News von Mappen sehen wollt, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Also, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Adios.